So, hallo an alle und herzlich willkommen zu meinem, ja, Minecraft Let's Play. Wir generieren hier uns erstmal schon mal eine neue Welt. Und ja, einige mögen vielleicht verwirrt sein, warum ich jetzt wieder ein Let's Play gestartet habe, aber das erkläre ich gleich. Und ja, More World Options, Bonus Chest mache ich an, Allow Cheats für Notfälle halt. Und dann Create a New World. Okay, 5 FPS. Ja, okay. So, jetzt bin ich genau in der Landschaft gelandet, wo ich... Doch, ich bin in der Landschaft gelandet, ja. Ich bin in einer Wüste. Und das ist ja so, in Sumpfgebieten, habe ich gesehen, als ich schon mal rumgeflogen bin, ja, da habe ich halt eine Bude gefunden, die nicht ich gebaut habe. Die spawnen jetzt irgendwie so. Und die Minecraft Pocket Edition Sounds wurden jetzt hier eingefügt, ne? Minecraft Pocket Edition. The Edition Sounds. Okay, ich wollte nochmal. Ach, habe ich schon. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, ob das für euch nach eurer Ansicht nach viel leckt, aber ich finde, es geht eigentlich. Und ich mache mir dann gleich erstmal eine Crafting Box. Und was war das? Ein Holzknopf. Das ist ja lol. Okay, mache ich mir erstmal eine Pickaxe. Ja, und dann hack ich ein bisschen Holz. Okay, gut, das war unnötig. okay. Aber die Wüsten sehen jetzt besser aus, muss ich gestehen. Ja, auf jeden Fall, um nochmal darauf zurückzukommen, wegen, warum ich jetzt wieder ein Let's Play gestartet habe. Das ist halt so gewesen, ja, einige, die meisten Let's Plays, die finde ich eigentlich total für den Arsch. Und dann habe ich die alle gelöscht, weil ich die echt kacke fand. Und auch wegen der Stimme halt, ja. Aber ich hatte einfach Lust, wieder mal ein Video zu machen. Und ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte, denn Adventure Maps zocken, da hatte ich jetzt gerade nicht so viel Luft drauf. Und dann habe ich gedacht, gut, mache ich hier einfach wieder ein Let's Play in der neuen 1.4. Und ja, ich guck mal, wie das wird, aber ich hoffe mal, dass das eine erfolgreiche Reihe wird. Ja. Was sind eigentlich eure Lieblings-YouTuber? Denn, ja, es gibt ja viele Kanäle. iBlawly, YTitty, ApeCrime. Pong ist jetzt auch neu rausgekommen. Dann gibt es ja auch noch Spark of Phoenix, Loop Plays, Minecrafter 1905 und wie sie nicht alle heißen, Gronk, ja, habe ich auch schon vergessen. Ja, also es gibt da viele geile Let's Player. Aber mit Abstand finde ich, sind die besten mit Spark of Phoenix zusammen, Porkchop Media. Echt, die sind so genial. So die Tutorials, den kann man einfach total genial folgen. Und ich finde die einfach nur geil. Okay, gut, ich habe jetzt genug betont. Suchen wir uns erstmal hier eine gute Stelle zum Bauen. Yummy! Ein Tempel! Yummy! Nur ich muss mir überlegen, wie ich dann wieder hochkomme. Ach, dann muss ich das für den Anfang kostbare Koppel wegwerfen. Ach, scheiß einfach drauf. Scheiß drauf, echt. So, ich weiß gar nicht, wie lange ich gerade aufnehme. Aber das ist mir jetzt auch voll egal. Denn ich will jetzt erstmal in diesen abgefuckten Tempel gehen. Yay! Schwinden! Ich weiß nicht, wenn ich auf die Druckplatte trete, dann fliegt hier alles um die Ohren, soweit ich weiß. Deswegen, ich könnte gleich sterben gehen. Also... Ich liebe euch alle, meine Fans. Okay, auch wenn ich fast keinen habe. Okay. Gold. Eisen. Oh. Hui. Gold, 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 Gold. Na, das war Knochen. Da kann man drauf treten. Das war schmerzhaft.
So, ihr wundert euch, warum ich das jetzt gemacht habe, oder ihr wundert euch auch nicht, denn dann findet man meistens gleich darunter Kohle. Vielleicht ziehe ich in den Tempel ein. König Lenny. Ach ja. Naja. Also ich werde die Videos immer nachts hochladen, wenn das... Ja, werde ich machen. Denn ich habe keine Lust, die tagsüber hochzuladen, denn da möchte ich auch schon ein bisschen zocken auf Servern. Ja, ein Server, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist mein PvP. Echt, der Server ist einfach nur genial. Er ist mit Abstand der beste, finde ich. Und das macht auch ziemlich viel Spaß, auf dem zu spielen, wenn man da schon ziemlich fortgeschritten ist. Es gibt auch regelmäßig Events und all sowas. Es gibt auch öffentliche Mob-Farm, öffentliche Enchanting-Table, öffentliches Meta und Endportal. Also das ist schon genial. Dann kann man seine eigene Base bauen. Das ist also sozusagen ein Hardcore-PvP-Server. Man darf nämlich da auch griefen, man darf auch aus Chesten Sachen klauen. Also ist schon eine geile Sache. Okay. Ich weiß nicht. Oh, das ist hier immer so buggy, buggy, buggy. Das ist so buggy. So, das die Steine hier nehme ich mal gleich mit, denn die sind kostbar. Ich überlege, ob ich mir so einen Tempel aus Sandstone baue, irgendwie sowas. Im LYB-Style halt. Ihr kennt ja das Lied Gangnam Style. Ich finde, ja, die meisten werden es sicherlich kennen. Das kommt ja aus Südkorea und ich bin so stolz drauf. Denn meine Mutter kommt aus Südkorea. Yeah! Ich bin stolz drauf. Ja! Schwingt. Okay, gut. Ich hab einen Krampf. Und was ich auch nochmal erwähnen wollte, ich habe nämlich auch noch einen Partnerkanal. Also ein sehr guter Freund von mir, also ein Klassenkamerad. Sein Kanal heißt The Nipple LP. Verlinke ich unten auch nochmal in der Beschreibung. Also könnt auch mal bei seinem Kanal vorbeigucken. Er macht auch Let's Plays. Mit seinem Freund teilt er sich halt den Kanal auch. Er macht auch Let's Shows und all sowas. Okay. Das sah gerade ein bisschen strange aus. Ja, ein bisschen strange. Habt ihr richtig gehört? Strange. Und mit den guten Eisensachen können wir uns mal gleich auf den Weg machen, wenn ich mal den Ausgang finden würde. Ja, der ist natürlich hier mal am Arsch der Welt, war klar. Nein, die Wolle hole ich mir ein andermal. Dies mache ich nicht jetzt. Oh, ich mach mich. Ich kann das mal runter auf. Hihi, tiny. Ah, so leckt es auch nicht weniger. Ich mach's mal auf Normal, falls es euch nicht stört. Ja, also ich baue mal mein Haus, würde ich anfangen, irgendwo hier zu bauen. Keine Ahnung. Aber ich muss auf jeden Fall erstmal ein paar Bäume finden. Ja, ich muss auch noch demnächst mal Optifine wieder reinhauen. Ich weiß nicht, ob das den für die 1.4 schon gibt, aber sollte es schon da sein. Also es müsste schon da sein. Holz habe ich natürlich nicht. Also muss ich natürlich schon wieder mit der Hand Schafe töten. Das ist nämlich grausamer, mit der Hand zu töten. Das ist nämlich so qualvoll und lang für die Schafe. Aber ich brauche die Wolle halt zum Überleben. Für Betten. Komm her, du. Ja, mein Onkel mag Schafe sehr gerne. Er findet es so sein Lieblingstier. Ich finde das eigentlich ganz lustig, denn Leute, die Lieblingstiere als Schaf, also Schafe als Lieblingstiere haben, finde ich schon faszinierend. Ui. Alter, sieht der Berg episch aus. Aber er ist irgendwie alles hier. Mann, das ist bei mir hier gerade irgendwie so übel verbuggt. Da könnte man. Aber an meinem Computer liegt das 100% nicht, dann vor der 1.4 war das nicht so verbuggt.
Wie dem auch sei. Ja. Wir schaffen jetzt ein bisschen Wut. Okay, so welche Bäume hasse ich ehrlich gesagt. Aber schieß drauf. Ach, ich habe den Zimmermann gar nicht drin. Oh, Scheiße. Aber vielleicht sind die noch gar nicht. Die ganzen Mods wie Too Many Items und X-Ray werden aber wahrscheinlich auch demnächst rauskommen, ja. Aber ich bin nicht so wirklich der X-Rayer. Nee. Schwer zu glauben, aber ich bin nicht. Ich bin kein X-Rayer wirklich. Ich benutze X-Ray fast eigentlich gar nicht. Außer wenn ich im Singleplayer mal bin. Aber online oder so verwende ich das nicht. Ich finde das einfach scheiße, wenn man gegen Hacker kämpft, ja. Und welche, die auch cheaten. Das finde ich scheiße. Krampf. Okay, nein. Alter, die neuen Sounds sind irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja. Also. Wie viele Eisen haben wir? 8 Eisen. Okay, daraus würde ich mir. Ach, Mensch, schieb mal einer an. Aua. Habe ich Monster an? Nein. Ist auch gut so. Denn ich will ja schließlich mähen hohes Bohnen. Gelb. Hui. Ich muss noch mal ganz kurz auf die Zeit gucken. Achso, okay. Okay.